Werte Freunde der gepflegten virtuellen Tankstelle, wir drehen nochmal eine Runde. Nach knapp, ja fast genau 2 Jahren, wollen wir nochmal reinschauen hier in die ganze Geschichte. Die altbekannte Tankstelle hier in Gas Station Simulator mal wieder zum Leben erwecken. Storymäßig, glaube ich, muss man nicht viel dazu sagen. Diejenigen, die es damals nicht gesehen haben, wir erben irgendwie eine Tankstelle auf irgendeine Art und Weise. Bisschen dubios das Ganze auch mit diesem komischen Onkel, der da seine Finger mit im Spiel hat. Aber ja, darum geht's. Wir wollen hier erstmal uns niederlassen, bisschen umsehen und dann diese wunderschöne Dust Bowl Tankstelle hier zum Laufen bringen. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der Besitzer der Dust Bowl Tankstelle. Ich kann es kaum erwarten. Viele Updates sind ins Land gezogen. DLCs sind erschienen, die ich mir natürlich alle geholt habe. Eins war, glaube ich, sogar gratis davon. Und ich glaube, das größte und wahrscheinlich umfangreichste ist die Airstrip-Geschichte. Und das bedeutet, dass hier wahrscheinlich langfristig irgendwo auf diesem großen Gelände dann eben irgendwie so ein kleiner Flugplatz sich dazu gesellen wird. Gut, aber wir müssen sowieso erstmal hier so ein bisschen mit den Basics anfangen und einfach hier dieser Taskliste folgen, hier mit der Basic Quest einfach, damit wir uns die ersten paar Sachen freischalten, die es uns ermöglichen werden, dann hier auch wirklich die Tankstelle anzuschmeißen. Das werden wir sicherlich schon irgendwie, also zumindest wenn wir das Ding mal grob in Betrieb nehmen, denke ich mal in der ersten Folge schon. Da hinten sehe ich schon irgendwas. Also ich habe schon einmal kurz reingedaddelt, nur so ein paar Minuten, um zu schauen, ob das Ding auch wirklich noch läuft und so weiter. Ich glaube, es wäre sogar möglich gewesen, den alten Speicherstand wieder zu aktivieren, aber wir fangen natürlich wieder komplett von vorne an. Was man hiermit machen kann, ist mir noch nicht ganz klar. Das sind irgendwie so komische Karten, die man hier einsammeln kann. Vielleicht, ah doch, ich kann sie schon einsammeln. Kann ich damit schon irgendwas machen? Naja, wird sich alles zeigen. Gut, das ist das ganze Areal. Hier ist dann irgendwie noch so eine merkwürdige Rennstrecke, die man benutzen kann. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was auch ein bisschen kurios ist, ich glaube, die können wir nur selber nutzen. Also können wir jetzt nicht irgendwie ja zu Geld machen, indem wir Eintritt verlangen oder so. Das ist halt irgendwie gehört diese ganze Bruchbude, der ganze Müllhaufen hier einfach mit zu unserem Gelände dazu. Gut, wie dem auch sei. Wir schauen mal zur Tankstelle rüber, folgen einfach mal der Questreihe und werden das Ding hier mal entstauben und hoffentlich für ein bisschen Ordnung sorgen. Man kann ja hier dann auch, ich weiß gar nicht, wie war das nochmal mit dem Werkzeug? Haben wir eigentlich schon irgendwas? Ich glaube nicht. Aber das klärt sich alles. Also man wird ja hier schön an die Hand genommen vom Spiel und hindurchgeführt. So, Aufgabe erledigt. Dann machen wir das hier schon mal weg, dass wir hier zumindest mal die Eingänge geöffnet haben. Hier vorne ist die Zapfsäule. Wie spät haben wir es eigentlich? Kurz nach 3 in der Nacht. Also hier kommen dann die Autos reingefahren. Das können wir dann alles im Laufe der Zeit noch erweitern hier mit mehreren Zapfsäulen. Irgendwann haben wir dann auch Mitarbeiter. Hier drüben, wenn ich es richtig erinnere, haben wir dann auch noch, können wir die Werkstatt aufbauen und dort dann auch so ein bisschen Autoservice anbieten und solche Geschichten. Also es ist einfach ein großartiges Spiel, muss man sagen. Hat mich damals sehr abgeholt. Ich fand es super lustig und ich glaube, das wird auch diesmal wieder genauso sein. Nur halt noch mit ein bisschen mehr Inhalten. So, wir sollen hier dem Hochspannungskabel folgen und hier mal den Laden in Gang bringen. Da steht der Generator. Und damit fahren wir die Tankstelle hoch. Ausgezeichnet. Da hinten irgendeine Großstadt im Hintergrund. Okay. Nehme den Anruf in der Telefonzelle entgegen. Ich glaube, das ist dann schon der erste Anruf vom Onkel. Das machen wir natürlich direkt. Sausen einmal rüber. Der führt uns hier auch so ein bisschen durch. Congratulations on your so, da werden wir uns auch nicht allzu lange mit aufhalten. Der sagt, gratuliert mir, labert irgendein Zeug und wir sollen erstmal die E-Mails lesen. Und da läuft dann auch die ganze Kommunikation ab. Hallo, erste E-Mail um 4.04 Uhr. Auf den ersten Blick, wie auch immer, ich habe gerade gehört, dass du eine solide Investition getätigt hast. Schade, schade, dass du deinen Wagen verkaufen musstest, habe ich gar nicht mitbekommen. Du hättest mich ja um ein Darlehen bitten können, ja, schön, dass ich das jetzt erfahre. Er wird uns Tipps und Tricks liefern und so weiter, E-Mails in regelmäßigen Abständen. Und ich sehe, die deutsche Übersetzung ist immer noch nicht so wirkt. Er hat noch so Ecken und Kanten, ne? Du kannst mich auf meine Hilfe verlassen. Okay, gut. Auch alles nicht so wichtig. Also ich glaube, man kann da eh nicht allzu viel verkehrt machen. So, wir sollen uns den Bagger schnappen, Rudi, und dann erstmal hier diesen Haufen wegmachen, nehme ich an.
Rudi ist unser Minibagger, mit dem können wir dann hier den ganzen Sand entfernen. Es kommen, glaube ich, auch regelmäßig so Sandstürme daher. Da braucht man halt diesen Bagger immer mal wieder. Man muss den auch betanken. Ich meine auch, dass er heiß laufen kann. Dann muss man ihn wieder... Ah, okay, geht eh schon los. Dann muss man ihn wieder abkühlen. Aussteigen, dann brauchen wir einen Kanister. Aber ihr seht das selbst hier, ne? Also mit den Quest-Geschichten wird man hier sowieso einfach durchgeführt. Also da spielt sich einfach schön weg, das Ding. Da muss man nicht sonderlich viel drauf achten, was man da so tut. Viel verkehrt machen kann man nicht, glaube ich. Habe ich zumindest so in Erinnerung. So, rüste den Kanister aus, fülle ihn auf und betanke den Bagger. Das tun wir natürlich. Unsere Zapfsäule, Kanister ausgerüstet. Platzieren. Voll machen. Und den Rudi betanken. Rein mit dem guten Stoff. Aufgabe erledigt. Kanister ablegen. Sand wegbuddeln. So, dann können wir vielleicht auch sogar schon an der Stelle... Wir machen jetzt natürlich erstmal hier diesen Haufen weg. Und dann machen wir vielleicht sogar schon Teil von dem Parkplatz. Denn den werden wir auch relativ zeitnah, glaube ich, dann benötigen, dass wir zumindest... Der wird ja auch so teilweise freigeschaltet, aber dass wir zumindest irgendwie schon mal so einen kleinen Teil freimachen, damit dort die Kunden auch parken können, damit wir dort... dann eben Geld verkaufen, Geld verkaufen. Können wir auch machen, ja? Damit wir unsere Ware dann verkaufen können. Ja. Und wer die erste Staffel gesehen hat, na, ich bin halt einfach hier auch mit Leib und Seele dabei. Ich bin eigentlich der geborene Tankstellenbesitzer, kann man so sagen. Also mir liegt hier die Kundschaft sehr am Herzen und nicht nur was hier die Betankung angeht und so weiter, sondern die Leute sollen sich hier schon wohlfühlen. Ich sehe mich eher so als kleinen Tante-Emma-Laden um die Ecke, der auch also einfach das Ohr nahe an der Kundschaft hat, der vielleicht auch mal nach der Familie fragt. Die Leute sollen sich einfach wohlfühlen hier. So, ich wollte abladen. Aber ja, so sieht's aus. Eigentlich hätte ich Tankstellenbetreiber werden sollen. Genau hier, irgendwo im Nirgendwo. Also, das laden wir nochmal ab und das könnte eh schon reichen vielleicht für den ersten Part des Parkplatzes. Dann hätten wir das schon mal erledigt. So. Abladen. Und dann lassen wir die Karre einfach mal hier irgendwo stehen. So, passt schon. Gut, wie geht's weiter? Weiter im Programm. Öffne die Tankstelle. Die können wir hier öffnen. Da ist quasi der On-Off-Schalter. Und damit... geht die Tankstelle online. So. Kann man jederzeit öffnen und schließen. Schließen werde ich auch ab und zu mal machen, wenn es halt darum geht, dann vielleicht hier mal ein bisschen zu dekorieren, Regale aufzustellen und so weiter. Aber jetzt lassen wir das Ding erstmal laufen. Haben wir denn eigentlich schon... Ah ne, da steht es ja eh. Wir brauchen erstmal noch Kraftstoff. Es sieht aus wie Kraut und Rüben hier drin. Das muss ich auch dringend ändern. Das geht gar nicht. Lieferung. Wie viel Geld haben wir? 450. Davon? Wie viel können wir uns davon kaufen? Gerade so 200, aber ist mir fast, dann haben wir halt nur noch 50 übrig. Wir kaufen mal 100. Zurücksetzen und 100. 100 Liter, das muss reichen für den Anfang. Dann sollte dieser Tanklaster kommen, demnächst, zeitnah. Können wir sonst schon hier irgendwas machen eigentlich? Management, ah, da haben wir einmal die Übersicht. Sehen wir hier eigentlich schon, nee, zu diesem DLC sehen wir hier noch nichts, ne, zu dem Airstrip. Das würde mich mehr interessieren. Aktualisierung. Ah, hier. Ach, okay, das habe ich noch gar nicht gekauft. Can't Touch This ist, glaube ich, eher so ein dekoratives Ding, mit dem man halt leichter irgendwie Texturen ändern kann und sowas. Aber das kostet auch nur irgendwie 2-3 Euro. Das hole ich noch dazu. Airstrip habe ich und Partytime, was auch immer das bedeuten mag, habe ich mir auch noch nicht in Ruhe angeschaut. Das ist gratis. Airstrip muss man aber wahrscheinlich auch erstmal, kann man dann schon irgendwas machen. Tankstelle Level 2 brauchen wir also offenbar als erstes. Also wir müssen erstmal so ein bisschen hier vorankommen. Und wir haben noch nicht mal Werkzeug, das ist alles noch abgeschlossen. Bedeutet einfach, dass es noch quasi lockt. Das ist vielleicht auch ein bisschen ungünstig übersetzt. Also hier können wir noch gar nichts machen. Karten, aha, was kann man damit machen? Ich habe doch irgendeine Karte gefunden vorhin. Keine Ahnung, aber wird sich sicherlich auch noch... Fahrkarten sollen das sein? Fahrkarten? Andere sind im Bahnhof versteckt. Hat das irgendwas mit dem Bus zu tun? Hm.
Wir werden es rausfinden. Okay. Schauen wir mal. Hier wäre schon ein Kunde vor Ort. Aber ich denke, Kraftstoffmenge 0. Wir müssen also erstmal hier warten, bis der Heini kommt. Beziehungsweise er ist schon da. So, wie war denn das nochmal? Echt? War das früher auch so? Ich dachte, der ploppt seinen Schlauch hier drüben irgendwo rein. Aber vielleicht haben sie das geändert. Ist natürlich, wie gesagt, ist 2 Jahre her. Da müssen wir hier aufdrehen, denke ich. Und dann sollte hier der kostbare Kraftstoff in unsere Tanks hineinfließen. Nächstes Task wäre Fähigkeiten am Arcade-Spiel testen. Aber nachdem da vorne schon ein Kunde ist, werden wir doch den erstmal bedienen, oder? Kunde an Kraftstoff. So, hier ist der Einfüllstutzen. Da sieht man auch die gewünschte Menge. Und ich glaube, wenn man das schön genau trifft, kriegt man auch ein Trinkgeld hier. Sehr gut. Okay, Kundin ist zufrieden. Gute Fahrt. Werte Kundin, beehren Sie uns bald wieder. Es war mir eine Freude, Sie zu bedienen. Sehr schön. Da hinten der Tanklaster ist halt schon auch echt geil, ne? Ja. Ich mag das Spiel. Es ist einfach cool. Wir können schnell unsere E-Mails lesen und dann müssen wir hier in der Taskliste weitermachen. Wir sollen hier tatsächlich, wir müssen einmal dieses komische Rennen fahren da mit dem Spielzeugauto. Nachrichten. Das sind natürlich auch immer so Infos zum Spiel einfach. Ne? Das kann man sich auch eigentlich alles sparen. Ist alles ziemlich selbsterklärend. Man kann einfach alles nochmal nachlesen. Ne? Wenn man also so tutorialmäßig, wenn irgendwas unklar ist, schaut man hier nochmal in die Mails rein. Da steht alles drin, was man, was irgendwie Relevanz hat. So, wir haben 300 Öcken. Könnten auch theoretisch nochmal Kraftstoff nachbestellen, dass wir da gleich auf der sicheren Seite sind. Sollen wir das machen? Ja, machen wir mal voll hier das Ding. Ich glaube, der Rest wird eh noch ein bisschen dauern, bis wir hier wirklich die ersten Regale haben und Ware anbieten können und so. Na gut, das verhasste Arcade-Spiel, wir gehen da einmal hin. Ich mag es irgendwie nicht. Ich bin kein Fan von diesen komischen In-Game-Autorennen. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ich meine, dass man das Ding hier auch wirklich nicht in Betrieb nehmen kann für die Kundschaft. Ich meine, das wäre halt der absolute Knaller. Moment, Kunde an Kraftstoff, wir tanken mal schnell. Also das könnte man halt wirklich hier ordentlich monetarisieren. Das könnte man wirklich zu Geld machen. Stellt euch vor, dann Papa tankt und der Nachwuchs kurft hier irgendwie mit dem Spielzeugauto durch die Gegend. Aber ich glaube, es ist wirklich einfach nur unser Privatvergnügen. So. Es ist aber jetzt auch eine überschaubare Menge, was der sich hier wünscht. Perfekt. Was waren das jetzt? Irgendwie 7 Liter oder sowas. Dafür fährt er zur Tankstelle. Na gut, war mir trotzdem selbstverständlich ein absolutes Vergnügen, Sie zu bedienen. Auf Wiedersehen. Beehren Sie uns bald wieder. Es war mir eine Freude. Dennis ist noch gar nicht aufgetaucht. Ne? Es gibt hier so einen verzogenen Drecksnachbarjungen, der hier mit einer Sprühdose immer rumhantiert. Kann man auch abschalten in den Einstellungen. Wenn er mir zu sehr auf die Nerven geht, dann mache ich das vielleicht, aber irgendwie gehört er auch dazu. So, wir haben hier noch einmal, muss ich das eigentlich jedes Mal wirklich machen? Kann mich nicht erinnern. Also ich dachte eigentlich, der macht das irgendwie selbstständig, der Heini. Es macht aber nicht den Eindruck. Aber okay. Ist zu lange her. Aber gut, der Rest läuft von alleine. Jetzt werden wir aber tatsächlich mal diese blöde Aufgabe hier unter uns bringen. Wir müssen halt einfach in dieser Quest vorankommen. In der Taskliste. Deswegen, so, da steht das kleine Auto und irgendwo hier drüben, genau, da ist hier dieser Automat. RC, Autorennen, WASD, Leertaste zum Springen. Ich war schon immer ultra schlecht in diesen Dingen. Ich gebe mir Mühe, okay, aber schaut nicht zu genau hin. So. Wir müssen hier einfach einmal die Checkpoints abfahren. Und es ist schon wieder ein Kunde an Kraftstoff da, an der Zapfsäule. Das setzt mich schon wieder unter Druck hier. Ich will natürlich die Leute auch schnellstmöglich bedienen, dass die hier zufrieden sind. Gerade so kurz nach Neueröffnung ist das halt schon auch wirklich ultra schlecht, was ich hier mache. Ne? Was ist das, wenn sich das rumspricht hier auf Twitter oder weiß der Geier? 5 Minuten an der Zapfsäule gewartet, während der Besitzer hier mit seinem blöden RC-Auto rumgedaddelt hat. Aber gut, man hat hoffentlich Verständnis. Das ist mein erster Arbeitstag. War auch sogar ein Sprung eingebaut. Okay, das bringen wir jetzt möglichst schnell hier hinter uns. Damit wir möglichst schnell den Kunden zufriedenstellen können.
gerade jetzt ist es halt wirklich wichtig. Jetzt zählt's. Jetzt, da die Tankstelle wirklich noch gar nichts zu bieten hat, außer Benzin oder halt Kraftstoff, was auch immer die Leute tanken. Wird, glaube ich, auch keinen Unterschied gemacht, ne? Also es ist einfach Kraftstoff. Es gibt keinen Diesel, Super Plus, irgendwas. Es gibt einfach nur Kraftstoff. Eins, einer für alle. Hat einfach reingekippt, scheißegal. Gut. Ich meine, später haben wir dann schon ein bisschen mehr zu bieten, ne? Autowäsche, Autoreparatur in der Werkstatt, Toiletten und natürlich viele Waren, die wir dort auch anbieten können, dann verkaufen können. Essen, Trinken, Snacks, Getränke, Bier, Alkohol, Nicht-Alkohol, Softdrinks, Zigaretten, Tabak, alles Mögliche. Süßigkeiten, ich weiß, Spielzeug, da waren auch echt lustige Sachen dabei, habe ich in Erinnerung. So, 1,41, hervorragend, dann hätten wir das einmal erledigt. Ah, jetzt geht auch offiziell quasi erst die Tankstellenquest los, ne? So. Dann gehen wir einmal rein hier in die Geschichte. Also entschuldigt bitte, ne? Also ich habe einfach noch kein Werkzeug, so ich. Ist mir auch wirklich unangenehm, wie es hier aussieht. So. Tada, wir wissen ja schon, wie es geht. Rein mit dem Ding. Und volltanken. Hat lange genug gewartet hier. So. 40 Öcken. Vielen Dank für Ihren Besuch. Beehren Sie uns bald wieder. Müllsack kaufen. Sehr gut, endlich. Jetzt können wir hier mal für ein bisschen Ordnung sorgen zumindest. Werkzeug. Müllsack. Kostet auch nichts. Gratis. Hervorragend. Müllsack erhalten. Ist hier im Inventar. Können wir hier zumindest mal durchgehen und hier ein bisschen Krempel einsammeln. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dass wir zumindest hier mal den Verkaufsraum vielleicht sauber bekommen. Vielleicht können wir dann auch schon mal durchfegen. Das wären so die Sachen, die würde ich gerne alle schon in der ersten Folge über die Bühne bringen. Dass wir zumindest mal an den Punkt kommen, dass es hier irgendwie ordentlich aussieht. Dass man sich nicht schämen muss. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Ah, die Bretter gehen auch in den Müllsack. Ausgezeichnet. Okay, reicht für den Moment. Dann sollen wir noch 12 Großmüll bzw. alte Möbel wegwerfen. Okay, wir entfernen alles aus dem Verkaufsraum, was wir entfernen können. Das kommt alles... das machen wir, glaube ich, auch über Müllsack, oder? Geht schneller. Zack, 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 zack. Was hat er denn jetzt in der Hand eigentlich? Das war doch nicht der Müllsack. Merkwürdig. Okay. Alles raus hier. Mal schauen, geht das eigentlich immer noch? Habe ich im letzten Durchlauf immer auch ganz gerne. Kann Sachen auch einfach hier auf die Straße kloppen. Oder darüber hinaus. In meinen Augen, also mein Grundstück endet ja hier. Das heißt, der ganze Schrott, der da drüben liegt, ist einfach nicht mein Problem. Da können sich irgendwie Behörden drum kümmern oder so. Kann mich auch nicht erinnern, dass da irgendwie, dass man einen Nachteil dadurch bekommt. Also von daher, legitime Methode. Ah ja, der will aber tatsächlich mal ein bisschen mehr hier. Und stopp. Ein Fuffi. Sehr gut. Plus 4,50 Euro Trinkgeld. Generell sind die Leute schon relativ großzügig, muss man sagen. Also wenn ich für einen Fuffi tanke, gebe ich keine 5 Euro Trinkgeld. Nicht annähernd. Gibt man überhaupt Trinkgeld beim Tanken? Also ich jedenfalls nicht, muss ich gestehen. Okay. Aber gut, das ist natürlich jetzt hier auch kein Großkonzern Aral. Sondern hier einfach wirklich die Tankstelle mit Herz und Seele und so weiter, ne? Kleiner Kleinstbetrieb aktuell noch. Tankstelle von nebenan, da darf man schon ein bisschen großzügiger sein, wie ich finde. 8 von 12, sehr gut. Sind wir eh gleich durch. So, mir dauert das alles zu lang hier. Raus mit dem Zeug. Also Kraft hat er hier, der Bursche, ne? Nimmt hier einfach so ein Tischchen. Ganze Autotüren und pfeffert die da ein paar hundert Meter weit. Sehr gut. Aber wir sollen ja auch irgendwie hier Dinge in den Müllcontainer schmeißen. Sonst kommen wir mit der Task nicht voran. Eine ganze Matratze liegt hier rum. Ich möchte ja nicht wissen, wer hier gehaust hat in den letzten 2 Jahren, als ich nicht da war. Trauerspiel. Ich hätte die Tankstelle niemals verlassen dürfen. Ihr seht ja selbst, was draus geworden ist. Das ist... Mir blutet das Herz. Es blutet mir. So, Aufgabe erledigt. Aber wir machen natürlich trotzdem hier noch schnell. Der Rest muss auch noch raus hier. Das geht so nicht. Vorsicht, Kopf anziehen. So. Alles weg. Weg mit dem Zeug. Nicht, dass irgendwann so die Umweltbehörde kommt oder so und ich muss den ganzen Scheiß wieder einsammeln. Der ist aber auch hier ordentlich... Disco-Pumper.
Ein bisschen schlecht ausdefiniert, würde ich sagen. Aber gut, auch der kriegt natürlich seinen Kraftstoff. Ich achte da nicht auf Äußerlichkeiten. Bei mir kann jeder tanken kommen. Gar kein Thema. Und Feuer frei. 3,40 Euro. Naja. Gaining Skill. Errungenschaft freigeschaltet. So, kaufe einen Besen. Ich kaufe brennend gerne einen Besen. Hervorragend. So, jetzt können wir einmal durchfegen hier, oder? Wunderbar. Sieht ja auch aus wie Sau. Sehr schön. Was ist das für ein Geräusch? Läuft hier irgendwo Musik? Merkwürdig. Neue Mails haben wir auch schon wieder bekommen. Wahrscheinlich einfach diese ganz normalen Fortschrittsmails, die man kriegt, wenn man halt hier irgendwie im Spiel irgendwas Neues abgeschlossen hat oder dergleichen. So, sehr schön. Hier draußen noch irgendwo Dreck. Das sieht doch schon mal deutlich freundlicher aus hier. Müll ist raus. Einmal zumindest grob durchgefegt. Da ist noch ein Autoreifen. Da müssen wir wahrscheinlich demnächst auch mal die Müllabfuhr rufen. Hier draußen liegt natürlich auch noch echt viel Zeug rum. Hat jetzt noch nicht die große Priorität. Müssen wir uns halt irgendwann... Also die Matratzen sind mir auch echt groß. Dann ist ja der Müllcontainer sofort voll. Wobei, ich glaube, die Abholung kostet nichts, ne? Das ist, glaube ich, gratis. Oh Gott, vor den Augen der Polizei. Matratze hier über die Straße geschmissen. Geil. Okay, sollen wir erst die Müllabfuhr bestellen? Nein, wir bedienen natürlich erst die Kunden. Selbstverständlich. Hello, Officer. Wie viel darf sein? Wir haben noch 138 Liter. Wunderbar. Da kommen wir noch kommen noch relativ weit mit. Und zack. 34. Oh, war ich zu schlecht oder geben die Cops einfach kein Trinkgeld? Ich glaube, ich habe nicht gut genug getankt. Aber gut, das wäre ja sowieso letztlich mein Geld. Ich nehme an, die sind auch steuerfinanziert hier. Okay, Dienstleistungen. Gut, dann holen wir einmal die Müllabfuhr. Bestellen kostet nichts, ne? Wie es aussieht. Was ist das jetzt? Ah, der Dennis, da ist er wieder. Genau, das ist nämlich hier der verdammte Nachbarsjunge, der hier mit der Sprühdose unterwegs ist. Die müssen wir jetzt irgendwas hier auf die Birne schmeißen. Am besten hier so ein Gaskanister direkt. Was war das denn? Was ist denn? Ah, das habe ich im Menü gesehen. Es gibt irgendwie so einen Rock'n'Roll-Geist, der hier irgendwie durch die Gegend fliegt und musiziert. Kann man auch abschalten. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, was das für einen Sinn ergeben soll. Aber okay, wir müssen... Ja, ich weiß nicht. Den werden wir wahrscheinlich noch öfter zu sehen bekommen. Wo ist der Bengel? So. So. Irgendwann verpisst er sich halt. Entschuldigt die Ausdrucksweise. So. Hau ab. Hau ab. Sonst landest du irgendwann da drüben in der Sandgrube und wirst eingebuddelt. Weiß gar nicht, wie weit ich laufen kann hier. Ah, weg ist er. Okay. Geh zurück. Ah ja, okay. Gut, hier ist irgendwo die Grenze. Wohnt der hier in... Nee, oder? Ah, da ist auch... Da ist nochmal so eine Karte. Komme ich da rein? Ja, muss ja irgendwie gehen. Moment. Wir holen schnell die Karte. Ah, sieh mal da an. Ja, vielen Dank, Dennis. Nochmal eine Karte gefunden. Wofür auch immer die gut sein sollen. Wir haben schon wieder Kunden. Wir haben 5 neue Mails. Es geht also schon richtig zur Sache hier. Das wird wohl die Müllabfuhr sein, hier nehme ich an. Er hätte seine Karre vorher auch ausleeren können, bevor der Big Joe hier meinen Container leer macht. Aber gut, wir haben Kundschaft. Grüß Gott. Freut mich sehr, Sie an unserer wunderschönen Tankstelle begrüßen zu dürfen. Wir haben gerade noch sauber gemacht, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. So, exakte Menge. 2,60 Trinkgeld, sehr gut. Es läuft, Leute, es läuft. Und nebenbei bemerkt, die Autos sind auch alle super cool. Wiederschauen. Wiederschauen. Kommen sie bald wieder. Die werden alle bald wiederkommen, weil die tanken ja immer nur 5, 6 Liter. Damit werden sie nicht allzu weit kommen. Gut, Werkzeug. Wir können schon wieder ein neues... Ah, Farbroller. Sehr gut. Dann können wir nämlich auch die Schmierereien übermalen. Und kann man sonst schon irgendwas machen hier eigentlich? Einrichtung, Parkplatz, alles noch abgesperrt. Dekorationen... Da waren wir schon. Management, Subsäule 1, Tankstelle, tralala. Ja gut, wir stehen halt noch ganz am Anfang, ne? Mails war... Okay, das ist der ganze Bums, da brauchen wir gar nicht reingehen. Gemälde? Was ist... Moment. Ja, auch egal. Kaufe einen Farbroller und streiche die bekritzelten Wände. Das machen wir glatt. Wir haben den Farbroller schon. So, da kann man sich hier, glaube ich, mit links... Linke Maustaste... Ne, Moment. Ah, hier ist das Farbmenü. Nehmen wir doch einfach...
Ah, nehmen wir Weiß, oder? Schönes neutrales Weiß erstmal. Ich werde jetzt nicht alles direkt streichen, ne? Aber zumindest vielleicht hier einmal kurz den Eingangsbereich und dann übermalen wir noch schnell das Geschmier von der Nachbarsbrut. Mhm. Und dafür muss ich mir, glaube ich, dann auch nochmal dieses DLC holen. Ich glaube, dass das einfach deutlich einfacher geht. Da hat man halt so eine Art, ja, Farbpistole, wo man dann, glaube ich, nur einmal draufklicken muss und Texturen auswählen kann vorher. So, aber das Geschmier muss noch schnell übermalt werden. Ah, ich habe zu lange, es hat zu lange gedauert. Der hat sich jetzt hier ordentlich ausgetobt. An noch zwei weiteren Stellen. Da ist nochmal was. Und nebenbei bemerkt, er ist auch nicht sonderlich begabt hier, ne? Der Dennis. Schwer vorstellbar, dass aus dem mal irgendwas wird. Wo war er noch? Ah, hier. Es wird ja mir angezeigt, okay. Welches ist gemeint? Ich sehe hier... Ah, hat er drinnen vielleicht... Ah, shit, Moment. Hat er drinnen vielleicht sich ausgetobt? Nee, drinnen? Ja, vielleicht ist auch egal, welche Wände man streicht. Machen wir die hier mal. Ah, hinten rechts sehe ich gerade das Blinken. Da ungefähr ist auch unser Lagerhaus. Aber ich glaube, das muss man auch erst freischalten. Schön, gut. Nächster Kunde. Den nehmen wir auf jeden Fall jetzt hier nochmal erstmal mit. Bevor wir irgendwas anderes machen. Perfekt. Sehr gut. Finde das richtige Werkzeug, um den Kofferraum des Autos aufzubrechen. Ach stimmt, man kann ja sogar Kundenautos knacken, wenn man Bock hat, wenn die auf dem Parkplatz stehen zum Beispiel, während sie drinnen einkaufen. Ist dieses Auto gemeint, oder? Das Spiel macht mich jetzt noch nicht zum Dieb, hoffe ich doch. Okay, gut. Anfängerschluss A und D und dann muss man immer schauen mit der Leertaste, in welche Richtung. Hier wird es besser. Ah, fast. Sehr gut. Dust Bowl Painting. Und das Dust Bowl Painting sollen wir auch direkt aufhängen. Das haben wir hier im Rucksack. Kann ich das auswählen? Ja. Ah, wunderschön. Wunderschönes Bild. Das war wahrscheinlich... Ach, war das mal irgendwie eine richtige Siedlung, oder? 1930 bis 36, wenn ich das richtig erkenne hier. Das hat ja nicht so lange gedauert. Und heute ist es halt eine Tankstelle, ne? Wo hängen wir es hin? Ja, direkt hier, oder? Sehr schön, kaufe zwei Regale. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist dann die Grundlage für unsere ersten paar... Ja. Dann können wir den Kunden mal irgendwas anbieten. Wie viel Geld haben wir? Ich würde erstmal die beiden kleinen nehmen hier, ne? Also einmal Erfrischungsgetränke, einmal kleiner Essenstand. Ich denke, das genügt für den Anfang. Wir werden uns ja sowieso noch ausbreiten. So, die Sachen sollten eigentlich direkt verfügbar sein, genau. Foodstand. Ah, genau, hier gibt es jetzt auch so ein Gitternetz. Das ist natürlich auch neu. Moment mal. Drücke R, um Schnappen zu aktivieren. Das Snapping. Ah ja, das ist natürlich jetzt schon auch ein bisschen angenehmer. Kann man das einfach ein bisschen sauberer platzieren. Ja, cool. Gefällt mir. Schön. Dann das andere Regal noch. Softdrinks. Kann man das schön sauber hoffentlich hier nebendran stellen. Das sieht doch ganz gut aus. Jawohl. Okay. Zusätzliche Parkplätze. Jetzt immer hier wirklich in der Spur. Sonstige. Erster Parkplatz kostet nichts. Und das ist ja dann genau auch der, den wir schon sauber gemacht haben. Hervorragend. Perfekt. Sehr schön. Ja, da sind wir doch auf einem guten Weg. Und ihr seht schon selbst, das wird noch eine relativ große Nummer werden. Und irgendwann alles noch mit der Sahne, Haube... Kirsche auf der Sahnetorte. Dieser Airstrip, den wir irgendwann noch kriegen werden. Weiß noch nicht wann. Hat auch keine Eile, aber das kommt noch irgendwann dazu. Anruf vom Onkel entgegennehmen. Ja, ich glaube, das können wir noch machen. Und ich glaube, dann haben wir auch eigentlich schon relativ viel geschafft. Die Grundlagen gelegt. Und dann werden wir in der nächsten Folge wieder schön weitermachen. So, was will er von mir? Okay. Also hier geht es jetzt um die leeren Regale. Zeit, um übers Geld zu reden. Der will auch irgendwann Geld von mir haben. Ne? Und ich war das nicht sogar so, dass er gar nicht mein Onkel ist. Irgendwie so ein Scheiß. Gut, aber ja, ich denke, das bringt uns jetzt einfach hier im Fortschritt voran. Jetzt haben sie tatsächlich hier
die Regale gefüllt einmal. Seine Jungs sozusagen. Und irgendwann wollen die halt auch eine Gegenleistung sehen. Aber gut. Okay. Ja, cool. Dann haben wir jetzt einen Parkplatz. Die ersten paar Kunden sollten eintreffen. Die nehmen wir jetzt noch schnell mit, oder? Nachrichten. Hier steht das alles. Genau, hier hat man nämlich ein Darlehen. Formale Abrechnung. Ja, 3200, ne? Das ist jetzt... Okay, wir haben 562,30. Ja, da müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen arbeiten. Kundschaft, hallo. Kommt Kundschaft rein? Ah, sehr gut. Sehr gut. Da haben schon zwei geparkt. Er will Benzin. Wie viel haben wir eigentlich noch? 97 Liter. Okay, da müssen wir erstmal arbeiten hier. Die Dame, wie viel darf es sein? Je mehr, desto besser. Das ist gut. Das ist ja hier fast halber Tank mal. War wohl der Monatserste. 63, nicht schlecht. Plus fast 6 Euro Trinkgeld, also 6 Dollar. So, die ersten Kunden kommen rein. Sehr schön. Wie waren das nochmal? Die legen ihre Ware doch eigentlich hier ab, oder? Wie waren das nochmal? Shift links, um das Band zu bewegen. Linke Maustaste. Okay, ich glaube, ich kriegen wir schon hin, oder? Bin ganz aufgeregt. links, Shift. Haben sie aber auch irgendwie so ein bisschen verändert, oder? Scannen, ab in Korb. Scannen, ab in Korb. Scannen, ab in Korb. Scannen, ab in Korb. You're a lifesaver. Vielen Dank, vielen Dank. Officer, was darf sein? Schauen wir, was der Kopf kauft. Softdrink. Noch ein Softdrink, würde ich sagen. Sehe ich irgendwo eigentlich, was das jetzt ist? Moment mal. Ah, nö. Noch ein Softdrink. Ah, shit. Ich habe es nicht gescannt und hier reingeworfen. Das bedeutet aber ja eigentlich, dass er das jetzt umsonst bekommen hat. Ne? Ich habe mich selber beschissen. Alter, da oben läuft ja ein Timer. 3 Minuten. Bezahle das Darlehen am PC. 5000. Also in der kurzen Zeit kriege ich hier aber keine 5000 zusammen. Aber ich glaube, das ist auch so gewollt. Dann kriegt man irgendwie Besuch von irgendwelchen Schlägern oder irgend so ein Zeug. Ich sag auch schon, ich spoiler eigentlich schon alles. Ne? Aber ich meine, das Spiel ist auch echt schon alt. Also von daher ist ja egal. Gut, aber ich würde sagen, das reicht für den Anfang. Wir haben den Laden auf jeden Fall schon mal hier ordentlich zum Laufen gebracht. Zahlende Kundschaft. Oh, das sind ja auch schon die ersten Flieger. War das auch schon immer so? Ich weiß es gar nicht. Gut, aber dann soll es das erstmal gewesen sein. Für den Moment, die Grundlagen sind gelegt und es kann weitergehen. Ja, keine Ahnung, wie lange das hier alles läuft, aber ich denke, wir werden einfach hier alles wie üblich erforschen, uns ansehen und erst dann aufhören, wenn hier alles getan ist, was es zu tun gibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da für die Tankstelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.